Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein super leckeres Gebäckrezept für euch mit Käse und Kräuterbutter. Für den Teig habe ich 100 ml Milch, 1 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 1 Würfel frische Hefe, 1 Ei, 50 ml Olivenöl, so ungefähr 800 Gramm Mehl und ca. 200 ml Wasser. Ich habe erstmal außer das Mehl und Salz alle Zutaten mit der Hefe in eine Rührschüssel hineingegeben, vermischt und so ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Anschließend habe ich das Mehl und Salz hineingegeben und einen geschmeidigen Hefeteig vorbereitet. Den Teig müsst ihr dann richtig schön lange kneten. Ihr könnt den Teig natürlich auch in einer Küchenmaschine vorbereiten, aber ich knete das lieber mit den Händen, so weiß ich wenigstens die Konsistenz. Ich habe den Teig abgedeckt und an einem warmen Ort so ungefähr eine Stunde gehen lassen. Der Teig muss schon die doppelte Menge erreicht haben. Den habe ich dann auf meiner Arbeitsplatte noch einmal geknetet und in zwei gleichmäßige Stücke geschnitten. Für ein Blech ist der Teig zu viel, deswegen habe ich das auf zwei Bleche verteilt und zwei Gebäck daraus gebacken. Ich habe jetzt das eine mit dem Nudelholz rechteckig ausgerollt. Ich habe das so groß ausgerollt wie mein Blech und gebe das auf mein Blech, welches ich vorher mit Backpapier ausgelegt habe, und bereite die Kräuterbuttermischung vor. Dafür habe ich ein Bund frischer Petersilie klein gehackt und gebe 2 Esslöffel Butter hinein und eine Zehe Knoblauch, welches ich gerieben habe. Ihr könnt auch Schnittlauch klein schneiden und mit hineingeben. Ich habe dann Salz, ein bisschen Chilipulver, ein bisschen getrockneten Thymian und so ungefähr 3 Esslöffel Olivenöl hineingegeben und das Ganze miteinander vermischt. Ich habe dann den Teig mit einem Pizzaschneider eingeschnitten, also nicht ganz durchgeschnitten, sondern nur oberflächlich eingeschnitten. In diese Rillen gebe ich dann später Käse hinein. Die Kräuterbuttermischung gebe ich darauf und verteile das mit einer Gabel und decke den Teig einmal mit einem Küchentuch ab und lasse es so ungefähr 15 bis 20 Minuten gehen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr kein gutes Ergebnis. Ich habe jetzt Kaschalpeniere aus dem türkischen Laden gekauft und diese in dünne Streifen geschnitten und gebe die dann in diese Rillen. Die müssen dann mit Kaschalpeniere bedeckt werden. Ihr könnt auch Mozzarella nehmen oder aber Gouda. Also was ihr nehmen möchtet, aber Kaschalpeniere ist für dieses Rezept am besten geeignet. Jetzt wird das im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad so ungefähr 20 bis 25 Minuten gebacken. Also lange dürft ihr das nicht backen, das darf nicht zu braun werden. Hier könnt ihr sehen, dass es so langsam backt. Und ihr könnt das Gebäck an den Stellen, wo ihr das geschnitten habt, einfach abnehmen. Es ist sehr praktisch. So, ihr Lieben, das war's dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Wir sehen uns in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.